Und wenn ich mir dann zwei zentrale Themen anschaue, die im Bundestagswahl eine zentrale Rolle spielen werden, dann bin ich skeptisch. Das ist erstens das Thema Gerechtigkeit, das besonders von der SPD und von Martin Schulz bespielt wird. Und das ist das Thema Integration, das besonders von der Union und von Angela Merkel vielleicht ein bisschen bespielt wird. Zum Thema Gerechtigkeit muss man vielleicht vorwegschicken, dass ich persönlich das Auftauchen von Martin Schulz als Kandidat der SPD für einen Glücksfall halte. Ich halte es für einen Glücksfall, weil zum allerersten Mal Angela Merkel in ihrer Kanzlerschaft gezwungen ist, überhaupt einen inhaltlichen Wahlkampf zu führen. Und deswegen ist es richtig, dass wir bei der Bundestagswahl mal darüber debattieren, welche Zukunftsvision diese Kanzlerin eigentlich für Deutschland hat. Ich teile nicht die Zukunftsvision von Martin Schulz, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir in die Lage versetzt werden, mal zu hören, was im Kopf der Union eigentlich vorgeht und mal zu hören, welche Vorschläge dort eigentlich gemacht werden. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir hier einen Mitbewerber haben, der mit Inhalten nach vorne geht, die man sich anschauen kann. Und ich bin sehr dagegen zu sagen, Martin Schulz habe keine Inhalte. Liebe Julis, Martin Schulz hat Inhalte. Er macht inhaltliche Vorschläge, aber es sind die falschen inhaltlichen Vorschläge. Und wir werden dem eigene inhaltliche Vorschläge entgegensetzen. Schauen wir uns